Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir erklären, wie du aus einer Tabelle einen Funktionsgraphen zeichnest. Und das Ganze möchte ich dir anhand einer proportionalen Funktion erklären. Das ist wieder so ein Beispiel, welches du auf alle anderen Funktionstypen übertragen kannst. Denn die Schritte, die ich dir hier gleich an der Seite schreibe, die sind sozusagen generell zu sehen. Das funktioniert immer genauso. Was wir allerdings als erstes brauchen, ist eine Tabelle. Hier sehen wir, dass ich eine Tabelle vorbereitet habe und hier an der Seite werde ich dir, wie ich gerade schon sagte, die Schritte aufschreiben. Der erste Schritt ist immer die Hürde, dass du zunächst einmal wissen solltest, wie du dein Koordinatensystem anlegen solltest. Dazu brauchst du den Bereich für deine Achsen. Das ist gar nicht so schwer. Du siehst, dass diese x-Zeile, nämlich die wird dann für die x-Achse stehen, von minus 2 bis 2 gehen wird. Das heißt, dass deine x-Achse von mindestens minus 2 bis mindestens 2 gehen muss. Und genauso funktioniert das auch mit der y-Zeile. Die y-Zeile sagt dir, wie du deine y-Achse skalieren musst. Hier brauchst du die Zahlen von mindestens von minus 4 bis mindestens 4. Der zweite Schritt ist es dann sicherlich ein Koordinatensystem genau mit diesen Erkenntnissen zu zeichnen. Das sieht dann in etwa so aus. Ich habe hier ein bisschen mehr gezeichnet, nicht nur von minus 2 bis 2, sondern von minus 3 bis 3. Das heißt ja auch mindestens und von minus 4 bis 5. Das heißt, beides habe ich sozusagen erfüllt. Dann, im dritten Schritt, müssen wir unsere Punkte aus der Tabelle herauslesen. Das ist relativ einfach, denn eine Spalte zusammen ergibt komplett die Koordinaten eines Punktes. Das heißt, die erste Spalte liefert mir die Koordinaten des ersten Punktes mit minus 2 und minus 4. Genauso finde ich dann hier den Punkt minus 1, minus 2, dann 0, 0, dann 1, 2 und als letztes 2, 4. Das sind also meine Punkte. Wie gesagt, eine Spalte zusammen ergibt die Koordinaten eines Punktes. Im vierten Schritt müssen wir jetzt hier unsere Punkte einzeichnen. Das habe ich so gemacht. Wenn dir das so schnell geht, ich habe dazu ein komplettes Video gemacht, wie man Punkte vernünftig einzeichnet. Das verlinke ich dir hier auf jeden Fall jetzt genau hin. Aber es ist gar nicht so schwer. Wenn ich den ersten Punkt einzeichnen möchte, starte ich im Ursprung und gehe als erstes zu der Zahl, die hier als erstes steht, nämlich zu minus 2. Ich starte hier, gehe zu minus 2 und von dort aus gehe ich diese Zahl entlang. Wenn diese Zahl positiv wäre, würde ich hochgehen. Wenn sie negativ ist, gehe ich dann runter. Ja, sie ist negativ, also muss ich 4 Einheiten runtergehen. Der erste Punkt ist damit abgehakt und ist schon dort. Der zweite Punkt, wir starten wieder im Koordinatenursprung. Ich gehe als erstes zu dieser Zahl, zack, und dann gehe ich diese Einheiten hoch oder runter. Sie ist wieder negativ, also gehe ich runter. 1, 2, Punkt hin. Der nächste Punkt hat die Koordinaten 0, 0. Das ist immer der Koordinatenursprung. Dann haben wir den Punkt 1, 2. Das heißt, ich gehe als erstes hier zu der 1 und jetzt habe ich eine positive y-Koordinate, also eine positive zweite Koordinate, also gehe ich 2 hoch, Punkt hin. Der letzte Punkt, 2, 4. Ich starte im Ursprung, gehe als erstes zur 2 und von dort aus 1, 2, 3, 4 hoch. Das sind also meine ganzen Punkte, die ich hier bestimmen konnte. Und als letztes müssen wir diese Punkte eigentlich nur noch verbinden. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist also dann mein Funktionsgraph zu dieser Tabelle. Ich hoffe, dass du mich so verstehen konntest. Wie du siehst, ist es gar nicht so schwer. Als erstes solltest du dir im Klaren sein, wie deine Achsen aussehen sollten. In dem Fall von minus 2 bis 2 die x-Achse, von minus 4 bis 4 die y-Achse. Dann zeichnest du dein Koordinatensystem. Dann liest du die Punkte heraus. Diese zeichnest du ein und verbindest sie. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn dem so ist, gib mir gerne einen Daumen, schreib einen Kommentar, teile das Video gerne, lass ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag und danke für deine Aufmerksamkeit.